So, Leute, ich bin's wieder mal, euer Grand Warlord hier, euer für euch wieder mal ein neues Video. Und in diesem Video möchte ich euch eine Methode zeigen, mit der ihr im Zombie-Modus schnell leveln könnt. Da könnt ihr schnell XP verdienen. Und ich muss sagen, ich habe jetzt für diese Methode meinen Monster Energy Code benutzt für doppelte EP. Und einfach so effektiv, wenn ihr doppelte EP habt und diese Methode macht, dann macht ihr innerhalb von 3-4 Minuten, je nachdem wie lang die Runde dauert, 16.000 EP. Und 16.000 EP ist eigentlich recht viel für den Zombie-Modus, ich meine für 3-4 Minuten sowieso. Und ja, wie funktioniert die Methode? Und zwar müsst ihr als erstes Level 15 erreichen, Shadows of Evil gespielt wird auf Shadows of Evil. Dazu müsst ihr einfach den Shadowman immer anschießen, ist eigentlich total simpel. Wer es aber dennoch vielleicht nicht verstanden hat, kann sich mein Tutorial darüber anschauen, werde ich jetzt auch verlinken. Und ja, dann empfehle ich euch einfach mal erstmal in die Kanalgegend zu gehen. Ihr seht ja im Video, was gemeint ist. Und dort ihr euch einfach bis zur Bahn hoch durchkauft, dann kurz im Beast-Modus verweilt, bis sich die Zombies und alles ansammeln. Und ja, grundsätzlich besteht die Methode darin, dass ihr einfach so viel Geld ausgibt, wie ihr nur könnt. Das heißt, ihr verdient auch noch parallel dazu Divinium. Divinium könnt ihr dann wieder für Kaugummis benutzen. Und dadurch, dass ihr Türen aufkauft, verdient ihr ja auch natürlich EP. Und was ihr parallel dazu noch machen könnt, während ihr die ganzen Türen aufkauft, ihr seht es jetzt im Video auch noch, kauft euch nebenbei immer mal wieder eine Wandwaffe, bringt auch noch ein paar EP ein und killt ein paar Zombies. Grundsätzlich kann ich aber sagen, wenn ihr alle Türen geöffnet habt, könnt ihr euch eigentlich sterben lassen. Ihr könnt natürlich auch noch die Runde beenden, nochmal 1000 EP bekommen, aber im Prinzip könnt ihr euch eigentlich direkt sterben lassen und eine neue Runde beginnen, wenn ihr doppelte EP habt. Dann dauert eine Runde nur so um die 3-4 Minuten, wenn ihr nicht die Runde beenden wollt. Und ja, wie der Weg abläuft, wie ich da genau entlang gegangen bin, seht ihr jetzt im Video. Und dann war es an der Stelle noch von meiner Seite. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Methode und danke fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Video auch schon wieder. Haut's rein, euer Grand Warlord.